Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 18. Januar. Hier grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen nach einer in der vergangenen Woche doch ereignisreichen Abgabenserie beim britischen Pfund uns genau diesem heute zuwenden, denn wir sehen aktuell hier eine starke Erholung nahe dem Tageshoch, das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und wir wollen generell mal den Blick auf das Cable richten und dann im Nachgang auch auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund, den wir auch hier unlängst im Stream gecovert hatten. Situation ist derzeit sehr, sehr interessant beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, denn wir schauen mal hier aufs große Wochenchartbild. Da wird deutlich, dass wir hier natürlich mit Aufgabe dieses Levels um 1,4850, eine Unterstützungszone, die hier aus 2013 herrührte, sichtlich war der Nachgaben, also hier diese Stabilisierung von dem Frühjahr 2015 hier, da wurde dieses Level ebenfalls schon mal unterschritten, glückte nicht, denn vielmehr das britische Pfund hier weiter im Abwärtsrausch. Aber interessant, wenn wir uns eben ein Stück weit rauscrollen und gerade aufgrund starker Bewegungen muss man dies am FX-Markt häufiger tun, einfach mal in die Geschichte zurückgehen, um zu sehen, aha, was ist denn hier los? Und da hatten wir hier im Jahr 2010 im Mai im Bereich um 1,4240 einen lokalen Tiefpunkt ausgebildet. Und genau dieses lokale Tief hatten wir heute Morgen, Schrägstrich zur Sonntagseröffnung in der Asia-Session, berührt. Und ja, das ist rein technisch gesehen erstmal ein Level, wo das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar hier eine Unterstützung finden kann. Zudem mal hier kurz eine ATX-Liste, die hier praktisch, also ATX ja selber als Trendstärke-Messungsindikator bekannt und Sie sehen, wie viele Werte hier gelb sind. Das heißt nichts anderes, als dass hier extreme Trendbewegungen laufen, Schrägstrich stattfinden. Also hier ATX-Werte über 60 bedeuten hier relativ starke Trends, teilweise auch überhitzte Trends, die kurzfristig kippen könnten. Entgegen dem, dass der ATX halt unter 30, Schrägstrich unter 30 vielmehr hier so Seitwärtszonen aufzeigt, unter 15 speziell dann hier die Möglichkeit eines starken Rebounds. Aber genau das gilt auch auf der Oberseite und hier haben wir eben viele Werte, die über 60 notieren. Und ja, mit der heutigen Erholung scheint sich hier auch das britische Pfund ein Stück weit diesem starken Trendimpuls, diesem starken Trendstärkeimpuls möglicherweise entgegenstellen zu wollen. Charttechnisch passt das ganz gut ins Bild, da wir eben hier, wie gesagt, eine Unterstützung aus dem Jahr 2010 im Wochenchart ableiten können. Gehen wir doch dazu mal jetzt auch hier in den Tageschart. Da hatten wir ja vor längerer Zeit schon auf die 61er Fibonacci Retracement Symmetrie hingewiesen. Das Ganze erfolgte hier zuletzt im Dezember nicht mehr. Wir sahen jetzt hier vielmehr genau das, was ja jeder Forex-Marktteilnehmer unschwer miterlebte. Hier vielmehr eine ganz, ganz starke Abwärtskorrektur, die jetzt an dem Punkt ist, wo das Währungspaar durchaus reverseln kann. Schrägstrich die Chancen sehr gut stehen, dass dies passiert. Wir sind eben extrem überkauft, überverkauft vielmehr. Und jetzt stellt sich eben die Frage, bis wohin kann hier die Reise gehen? Also technisch aktuell wirklich interessant. Ich will nicht ausschließen, dass es hier nochmal Spikes unter 1,42 geben kann. Muss allerdings nicht. Im Endeffekt auch heute hier haben wir ja den US-Close. Also aufgrund des Feiertags in den USA kein Handel in Übersee. Das heißt, am Nachmittag kommen hier keinerlei Impulse. Die Erholungsbewegung heute insofern europäisch gut getragen und kann sich auch weiter fortsetzen. Die Gretchenfrage ist eben, ob sich das im weiteren Wochenverlauf weiter fortsetzen kann. Rein saisonal sieht das nicht gut aus. Da haben wir hier direkt bis in den Februar hinein wieder ganz stark fallende Preise, die allerdings, wie gesagt, aufgrund der Vorbewegung ein Stück weit zu relativieren sind, da wir, wie gesagt, hier schon unlängst eine enorme Abwärtsbewegung hier seit Dezember von knapp 1000 Pips eben vollzogen haben und das ist dann doch schon eine sehr, sehr starke Hausnummer, wo hier durchaus technische Gegenreaktionen einkalkuliert werden müssen, die auch hier dann aufgrund der Steile der Bewegung durchaus sehr dynamisch ausfallen können. Also die Chancen für eine technische Erholung sind auf jeden Fall gegeben. Besser wäre es oder mir würde es besser gefallen persönlich, wenn wir hier, wir haben hier den Momentum-Indikator, der ist noch klar negativ. Wir haben hier noch keinerlei Divergenzen. Gehen wir mal kurz zum RSI. Auch hier, wenn wir ein Stück weit hochschieben das Ganze, da haben wir den anderen RSI. So.
Auch hier keinerlei Divergenzen. Es wäre zu begrüßen, wenn wir hier im Tageschart eine gewisse Divergenz ausbilden. Soll heißen, wenn der Preis tatsächlich hier nochmal mögliche jetzt long eingestiegene Marktteilnehmer abfischt mit einem neuen Verlaufstief, dieses Verlaufstief aber hier durch beispielsweise dem RSI nicht bestätigt wird, sprich Preis macht neues Tief, RSI-Oszillator aber nicht, dann haben wir hier eine positive Divergenz, die dem Preis mehr oder weniger gewissen Charme im Sinne einer ja, doch dann auch technisch bestätigten Erholungsbewegung geben würde. Muss nicht passieren. Es kann auch hier direkt zu einem richtig steilen Counter-Move kommen, der den Preis hier unmittelbar hochhebt, aber eine Divergenz wäre hier eben rein technisch noch zu begrüßen und hätte dann auch hier im Bereich um 1,4240 dann auch einen schönen Bodenbildungscharakter im Sinne der Unterstützung aus 2010. Rein technisch dann, wie gesagt, die Chancen hier, erstmal das lokale letzte Zwischenhoch zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich würde hier den Ausgangspunkt des letzten Fibonacci-Rücklaufs aber auch direkt nehmen wollen, um sozusagen hier mal einzugrenzen, wohin nach Fibonacci die Erholung gehen könnte. Und da sehen wir hier 1,4620, 1,4740, 1,4860. Das wären Niveaus, die hier im Sinne einer Erholung und selbst dann wäre es eben nur rein korrektiv durchaus erfolgen könnten. Ergo dann, wenn der Preis tatsächlich eine solche Erholung startet, wo dann hier eben in diesem Preisbereich bei Wiederaufnahme einer Trendtendenz in Richtung Süden dann genau sowas erfolgen könnte. Aber die Chancen einer technischen Gegenreaktion halte ich eben für sehr hoch aktuell beim britischen Pfund. Die Frage ist eben nur, ob man jetzt schon direkt in die Montagsauftaktschwäche ohne die USA einsteigt. Auftaktschwäche sozusagen für den US-Dollar. Britische Pfund erholt sich ja aktuell. Euro zeigt sich ein Stück weit zäh, den werden wir aber im weiteren Wochenverlauf auch nochmal anschauen. Auch der Australdollar gegenüber japanischen Yen. Hier auch der Sony vorhin einen kleinen Tipp gegeben. Das ist korrekt. Australdollar gegenüber japanischen Yen sehr, sehr interessant. Werden wir uns im weiteren Wochenverlauf auch mal widmen. Ich denke, da ist jetzt hier auch noch nicht zwingende Eile geboten. Da heute, wie gesagt, hier schon eine Performance von über 1% zu Buche schlägt, wollen wir doch erstmal sehen, wie nachhaltig das ist. Letztlich, wie gesagt, Euro ein Stück weit hin und her gerissen. Heute auch ohne Impulse aus den USA. Den schauen wir uns aber gleich dann im Nachgang gegenüber dem britischen Pfund nochmal konkreter an. Jetzt hier erstmal im Stundenchart das kurzfristige Bild relativ gut zu sehen, was wir hier vor uns haben, nämlich hier im Bereich um 1,4360, 1,4355, eine sehr, sehr markante Widerstandszone. Ja, lässt sich herleiten aus den Tiefs vom 12., aus den Tiefs vom 14., dem Durchbruch hier vom vergangenen Freitag. Und genau das hier ist jetzt ein sehr, sehr massives Widerstandslevel, an dem der Preis bereits stoppen könnte. Wir haben heute bislang beim britischen Pfund 75 Pips zurückgelegt, rein von der Average True Range. Average Daily Range sozusagen wären hier Niveaus um 1,4350, 1,4360 denkbar. Das heißt, wenn wir heute die Range nach oben ausschöpfen und das britische Pfund bewegt sich oder bewegte sich während der letzten 5 Tage zum Beispiel 118 Pips, wenn das hier noch nach oben drauf kommt, dann wären wir hier irgendwo in diesem Bereich sicherlich an einer sehr, sehr markanten Widerstandszone, wo das Reaktionspotenzial nach unten gegeben ist. Also kurzfristig durchaus bullisch zu sehen. Vielleicht hier noch kleine Rücksetzer. Hier muss man dann sehen, ob das britische Pfund Kraft hat, nach oben aufzudrehen oder wieder direkt nach unten wegzukippen. Das Risiko ist durchaus da. Ansonsten auf Tagesbasis, wie gesagt, da haben wir noch hier wesentlich höhere Ziele nach oben im Sinne der steilen Abwärtskorrektur. Doch ob dies jetzt mal hier so eben einstreut oder sich hier so eine Performance mal eben einstreut, das muss ich wirklich erst noch zeigen. Da bin ich jetzt erstmal vorsichtig, aber technisch, wie gesagt, hier Reaktionspotenzial durchaus gegeben. Wenn man Intraday hier zum Beispiel markttechnischen 1, 2, 3 nach oben positiv sieht, der Durchbruch des Widerstands hier 1,4365 gelingt, dann wäre hier durchaus schon eine weitere Intention gegeben in Richtung 1,46, 1,47. Das muss man natürlich dann auch unterstellen. Schauen wir uns jetzt mal den Euro gegenüber dem britischen Pfund an. Ich sagte auch, der Euro gerade so ein Stück weit hin und her gerissen in der European Session, aber der Euro gegenüber dem britischen Pfund ja unlängst auch hier im großen Big Picture im Fokus. Hatten wir hier einen sehr, sehr massiven Widerstandbereich um 0,74, den haben wir in der letzten Woche schon durchbrochen. Es wurde darauf hingewiesen, mögliches Long-Engagement könnte interessant sein, denn neben diesem Widerstand haben wir hier diese Abwärtstrendlinie, also so ergo einen Kreuzwiderstand überwunden und unmittelbare Performance erfolgte. Wir stehen jetzt hier vor dem Widerstand, auch hier herleitbar aus früheren Jahren, um 0,7770 etwa. Das ist ein ganz markantes Widerstandslevel und ein erstes oder nächstes Zielniveau, welches wir hier auch schon vor längerem ableiteten. Sehen Sie hier das damalige Chance-Risiko-Verhältnis eines möglichen Trades, das wurde im Stream auch so gepostet.
exorbitant abgearbeitet, die ganze Geschichte. Heute kommt, wie gesagt, der Euro gegenüber dem britischen Pfund zurück, weil Euro ein Stück weit unentschlossen und britischer Pfund sehr stark. Das könnte hier auch noch weiter zurückgehen. Letztlich das erste Take-Profit fast erreicht. Hier bei einem Risiko von rund 50 Pips waren hier knapp 240, 200 Pips auf jeden Fall denkbar. Enorm gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Sowas muss man suchen, wenn man das findet und dann entsprechend die Bewegung hier nach oben mitnimmt, hat man hier genau das, was man beim Handel sucht, nämlich herausragende Chancen. Im Weiteren wäre hier noch ein Niveau um 0,7810 denkbar. Das hier, wie gesagt, aber als Second Chance, sofern jetzt hier eben die Rücksetzer kommen und diese nicht zu stark ausfallen. Im Sinne der Erholung des britischen Pfunds, je nachdem, wie weit das gegenüber dem US-Dollar läuft, kann man natürlich hier auch von Rücksetzern ausgehen. Gegebenenfalls ein Pullback hier an diese Widerstandszone. Jetzt Unterstützung um 0,7475, 0,75 könnte dann hier noch das zweite Aufwärtsziel bedeuten. Das wird interessant sein zu sehen. Ich denke, wie gesagt, dass jetzt erstmal eine Gegenbewegung ansteht. Das unterstreicht auch hier der Euro gegenüber dem britischen Pfund. Also hier rein technisch durchaus denkbar, dass wir jetzt erstmal nach den jüngsten Zugewinnen hier eine Gegenbewegung sehen. Auch hier ADX-Trendstärke Euro gegenüber britisch Pfund. Hier sogar schon Werte von 72. Ja, das dürfte mit der heutigen Schwäche dann jetzt hier genau so einen Wert ergeben, dass wir hier eine ADX-Chance sehen, also hier eine kurzfristige Trendwende-Chance. Britisch Pfund, US-Dollar genauso. Hier haben wir sogar schon Werte über 90. Das ist absolut extrem und ja, unterstreicht eigentlich die technischen Gegenreaktionen nach oben, die wir ja wie gesagt heute schon sehen und die sich unter Umständen während der nächsten Wochen auch fortsetzen könnten. Nur, wir haben ja gerade dargestellt, woran das dann liegen muss, damit hier eine weitere Performance nach oben erfolgen kann. Euro gegenüber britisch Pfund, hier jetzt rein saisonal, neben dem britischen Pfund US-Dollar schwach. Euro britisch Pfund hier werden in den nächsten 20 Tage nicht wirklich so stark, zwar leicht volatil, ja, ein Stück weit abwärts gerichtete Tendenz, aber Sie sehen hier im 100er Bereich oszillieren wir mehr oder weniger, also hier saisonal nicht wirklich jetzt die klare Indikation, aber technisch hier absolut interessant beim britischen Pfund derzeit die Möglichkeiten. Auch hier das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen durchaus mal im Auge behalten. Hier sind wie gesagt Chancen möglich, allerdings vor dem Hintergrund, dass man sich hier ganz klar gegen den aktuell vorherrschenden Trendimpuls stellt. Wird spannend. Morgen, wie gesagt, werden wir uns den Euro anschauen gegenüber dem US-Dollar höchstwahrscheinlich oder Australdollar gegenüber japanischen Yen, muss man mal sehen. Euro-US-Dollar letztlich am kurzfristigen Abwärtstrend am Freitag ganz klar gescheitert. Heute ja überwiegend schwach, auch gerade mal 8 Pips vom Tagestief weg. Also Euro-US-Dollar heute auch wirklich wenig dynamisch. Und insofern hier auch der Bias noch immer leicht negativ. So dann, liebe Zuschauer, das war ein Stück weit länger heute, das Devisenradar. Ich wünsche Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder zum nächsten Devisenradar. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, Ihr Christian Kemmer und tschüss.